Servus zu einer weiteren Folge von Green Hell. Wir sind jetzt am Tag 16 angelangt, haben auf jeden Fall noch unglaublich viel zu bauen. Aber bevor wir jetzt da so weit einsteigen, hätte ich da nochmal was in, ja, ich sag jetzt mal, eigener Sache. Und zwar hatte ich ja erwähnt, dass der Story-Mode mich schon interessieren würde, aber ich möchte ihn auf gar keinen Fall selber spielen. Naja, glücklicherweise gibt's YouTube. So, ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe ein bisschen auch gestöbert, sag ich mal, und bin da auf 3, 4 Kanäle gestoßen, wo ich sagen muss, okay, die haben den Story-Modus, ist deutschsprachig, ja gut, gucken wir mal rein. So, ich habe mir den Story-Mode bei einem Kanal angeschaut und ich muss sagen, what the fuck. Also die Story ist so brutal, also die zieht einem komplett die Füße weg. Am Ende so ein richtiger What-the-fuck-Moment. Richtig, richtig krass. Wer es nicht kennt, gibt's eigentlich gar nichts, zieht es euch rein. Ich bin immer noch komplett geflasht. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Selten so ein geiles Storyboard gesehen. Die ganze Geschichte hinter Green Hell, ich muss aufpassen, damit ich nicht spoiler. Ich werde euch den Kanal inklusive die Playlist dazu unten im Endeffekt mit in die Box hauen. Ich hab's geschaut beim Voucher. Mega cooler Hund, auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen raus, falls er dann irgendwie doch mal auch bei uns reinschaut. Warum ich mich für ihn entschieden habe, ganz einfach, ihr kennt es bei meinen Videos, ich komme mit einem Servus rein, er kommt mit einem Servusle rein. Da hat er mich schon gehabt. Wenn ihr euch das Video bzw. die Playlist, den Kanal anschaut. Ich meine, okay, gut, wir sind ein ganz, ganz kleiner Kanal, eine ganz, ganz, ganz winzig kleine Community, aber da gäbe es so ein paar Punkte. Der Link zum Kanal von ihm ist mit drin. Gut. Er hat mehrere tausend Follower, ich denke mal, ihm fällt es nicht mal auf, wenn da ein paar von uns mit bei ihm ein Abo da lassen. Aber tut's mir den Gefallen. Wenn ihr bei ihm vorbeischaut, lasst ein Abo da, lasst ein bisschen Liebe in Form von einem Like da. Und ganz, ganz wichtig, oder was mir persönlich wichtig ist, wenn ihr die Videos anschaut und es wird Werbung eingeblendet von YouTube, skiptet die nicht weg. Ich kenne es von mir selber, vor allem vor dessen, dass ich selber in YouTube drin war. Ich meine, ich bin noch weit davon entfernt, überhaupt monetarisieren zu können. Aber lasst's in dem Moment das Skippen, schaut euch die Werbung mit an bei den Videos. So könnt ihr die Creator aktiv mit unterstützen. Die werden dadurch nicht reich. Also bloß weil ihr die Werbung anschaut, fahren die nicht morgen Lamborghini. Aber es ist aus meiner persönlichen Sicht eine gewisse Art von Respekt, dass man sagt, hey, okay, ich würdige deine Arbeit, deinen Aufwand damit, dass ich die Werbung nicht wegskippte. Von daher, schaut's bei ihm vorbei, lasst's gern bei ihm ein Abo da, das hilft ihm auch, wie jedem anderen YouTuber weiter. Zieht's euch auf jeden Fall das Storyboard rein, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist der Hammer. Und ja, dann hätten wir das eigentlich soweit. Ich muss dazu sagen, ist, wie gesagt,
voll cool. Ich schaue, dass ich mir so ein paar Skills von ihm auch ein bisschen abschauen konnte, weil er macht es halt richtig, richtig gut. Schon etliche Jahre auch, wie ich das gesehen habe. Von daher, ja, man kann nur dazu lernen. Also, schaut's bei ihm vorbei, schaut's euch das Storyboard an, schaut's auch gerne seine anderen Videos mit an und lasst ihm ein bisschen Liebe mit da. Richtig. Und dann starten wir jetzt bei unserem Bauprojekt ins Green Hell wieder rein. Insofern, ja, fleißig am Bauen. Ich habe die Folge noch nicht gesehen gehabt, habe jetzt so den einen oder anderen Lag leider wieder feststellen müssen. Ist ein bisschen schade. Im Großen und Ganzen läuft es aber flüssig. Also so schlimm, wie es das eine Mal von der Aufnahme war, ist es glücklicherweise nicht. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben jetzt Trockenzeit. Was heißt, wir haben ein Wasserversorgungsproblem. Wir müssen unser Wasser filtern, wir müssen das Wasser abkochen, weil sonst hauen wir uns die Parasiten selber in den Organismus rein, was keinen Sinn macht. Nein, wollen wir nicht. Momentan ist es noch recht früh am Vormittag. Da ist er ja auch immer fleißig, unser kleiner Lafti. Aber, oh, Mo, nee. Es ist ja gar nicht unser Lafti. Daisy war ja unser Lafti. Der ist ja noch namenlos. Okay. Ich habe ja gesagt, dass der erstmal noch keinen Namen bekommt und dann nur Lafti heißt, wenn dann keine weiteren Kommentare draufkommen. Unser Namenloser. Nameless. Namenlos. Sorry, jetzt hätte ich ihn beinahe schon getauft. Unser Mr. Namenlos ist ja insofern meistens eigentlich vormittags immer sehr, sehr, sehr fleißig mit dem Bauen. Gegen Nachmittag fängt er so ein bisschen das Faulenzen an. Und ja, er könnte schon weiter sein. Schauen wir mal, was er denn jetzt hier so tut. Außer noch weiter vergrößern. Also, das wird nicht einfach nur eine gemütliche Unterkunft, das wird ein Palast. Aber okay, wir haben ja gesagt, das größte Bauprojekt. Beziehungsweise, oh, ich muss immer mit den Formen aufpassen, wir, ich etc. Ich habe gesagt, das größte Bauprojekt und ihr, also wir in dem Moment, sind dabei. Ist schon sportlich. Also das ist schon, ja. Hat eine gewisse Größe mittlerweile erreicht. Ich hoffe, dass er diesmal auch fleißig ist, nicht einfach nur morgens ein bisschen was macht und dann ja, wieder das Rumgimpen anfängt und irgendwelche ABN-Maßnahmen vollzieht, dass einfach nur der Tag rumgeht. Gut, das Zusammenräumen, Zusammensammeln von dem Holz und so, wisst ihr, ich mag das so gar nicht, wenn da alles voll ist. Und ja, ich denke mal, jetzt geht's Richtung. Lass doch die arme Maus. Ja, okay, die quietscht. Gut erwischt. Dafür, dass er die Krabben so gut wie immer erst auf den zweiten, dritten Wurf erwischt, hat er die jetzt gut erwischt. Ja. Ah, man sieht's, man sieht's. Wird das jetzt einfach nur, wir sammeln den Pilz ein und. Nee, okay, nur den Pilz eingesammelt. Das ist halt. Das zieht sich wie ein rotes Band bei ihm durch. Kurz ein bisschen fleißig und dann danach. Ja. Gut, okay. Feuer nachlegen, lassen wir uns eingehen, aber danach zack, zack, vor an die Baustelle. Was tut er denn? Was tut er denn? Okay, er wäscht sich. Lass mal auch noch durchgehen. Jetzt fängt er gleich wieder das Kochen an. Was aktuell gar nicht mal so. Oh.
Das laggt. Das laggt. Warum auch immer. Ich dachte eigentlich, dass die nachfolgenden Aufnahmen dann schon besser waren. Das Problem dabei ist ja, hatten wir ja schon in den Videos davor, dass ich zwischenzeitlich das falsche Profil eingestellt hatte, dass es noch mit dem DayZ-Profil gelaufen ist und ist kontraproduktiv. Aber man sieht's, wir haben auf jeden Fall Trockenzeit. Der Filter fängt an leer zu laufen. Komm, dann hau dir einmal, jawohl, bisschen Protein rein, bisschen Fett rein und dann gehst wieder an die Arbeit, mein Kleiner. Ja, jetzt ist gut, jetzt war, ja, das packst jetzt noch ein. Dein Fleisch ist fertig. Dein Fleisch ist immer noch fertig. Ha, genau. So, und jetzt aber wieder zack, zack, vor an die Baustelle. Na? Das Feuer hat genug Material. Wie er halt immer versucht, mit irgendwelchen Tätigkeiten alles hinauszuzögern. Richtig faule Matz ist er. Unser Namenloser. Jetzt bin ich gespannt. Arbeitet er weiter? Oder spielt er jetzt wieder einfach nur rum? Ich meine, wir haben genug, was wir jetzt da aufbauen müssen. Es wird richtig, richtig viel Arbeit werden. Und er hat da nicht so die Moral, sage ich jetzt mal, das straight durchzuziehen. Aber fällt mir gerade auf, was zum Beispiel bei den ganzen Arbeiten jetzt dann besonders auffällig wird. Wenn Trockenzeit ist, wir werden verdammt schnell dreckig. Also wir haben uns gerade gewaschen, haben jetzt aber schon wieder so, ja, ein Viertel Verschmutzung. Oh, 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 er fängt jetzt schon mal mit Lehm an. Super Timing, er beginnt mit dem Lehm mit Einsetzen der Trockenzeit. Ha, okay, kann man machen, muss man nicht. Aber da werden wir jetzt richtig, richtig viel Lehm brauchen. Allein für die Decken, für die Wände. Boah, das wird richtig, richtig sportlich. Also da wäre aktuell fast cleverer zu sagen, okay, wir lassen den Lehm erstmal, machen die Wände rein. Da brauchen wir auch eine Menge Holz, eine Menge langer Stock. Ja, es würde sich halt anbieten. Weil jetzt, wenn wir mit dem Lehm arbeiten, ja, wir müssen jedes Mal den Lehm mit Wasser vermengen. Und wenn es nicht regnet, müssen wir jedes Mal hinter zum Wasser laufen. Und das ist so, ja, jetzt nicht so unbedingt optimal. Darüber hinaus brauchen wir ja auch immer Asche. Asche haben wir jetzt momentan so gut wie gar nicht. Wir haben ein Lagerfeuer, das brennt die ganze Zeit durch. Und das war's dann auch schon wieder. Das heißt, wir müssten irgendwo noch ein... Oha, wie das teilweise lackt. Ha, sorry Leute. Sollte eigentlich nicht so sein. Warum es jetzt bei der Aufnahme auch wieder gelackt hatte, ich bin mir eigentlich sicher gewesen, dass ich das DayZ-Profil deaktiviert hatte. Aber anscheinend wohl leider nicht. Gut. Ja, das war das, was ich mir dachte. Er macht jetzt mit dem Lehm weiter.
Ja, klar, er tut was, ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber es ist halt zusätzlich mehr Aufwand, mehr Arbeit, jetzt schon mit dem Lehm zu arbeiten. Die Zeit, wo es jetzt nicht regnet, könnte man darin investieren, die Wände zum Beispiel komplett reinzuziehen. Die soweit fertig zu machen, dass wenn die Trockenzeit aufhört, dass man dann direkt mit Lehm arbeiten kann oder zum Beispiel sich jetzt schon mal einen Vorrat ansammeln mit Asche, hier noch zwei, drei Lehmmischer aufbauen und sobald es dann eben wieder regnet, ja, komplett Lehm voranhauen. Aber okay. Es nimmt auf jeden Fall dadurch dann doch schon mehr. Ja, Gestalt an, schaut ein bisschen besser aus. Was mich persönlich gerade richtig, richtig nervt, ist einfach dieses Gelacke, dieses Hakelige. Bei den letzten Aufnahmen war es ja auch so. Ich muss da auf jeden Fall nochmal in die Einstellung rein. Das Problem ist halt, wenn ich es aufnehme mit OBS, ja, dann sehe ich erst nach dem Spielen, ob es gepasst hat oder ob es nicht gepasst hat. Wenn es nicht gepasst hat, kann ich vielleicht mit einzelnen Einstellungen noch ein bisschen was, ja, glatt ziehen. Aber diese Lacks rauszubekommen, keine Chance. Jedenfalls sage ich mal so, ich weiß es nicht, wie ich das machen könnte. Das ist halt, ja, ich bin noch komplett an den Anfängen mit Einstellungen, mit ja, Schnitt, allem drum und dran. Von daher seht es mir etwas nach. Es sind absolute Anfängerfehler. Die meisten werden wahrscheinlich lachen, werden sich denken, oh, wieso hast du das nicht so und so gemacht? Wenn ihr wisst, wie ihr mir da Tipps geben könnt oder irgendwas besser wisst, haut es in die Kommentare rein. Ich bin da echt mega dankbar, wenn ich da Ideen und alles bekomme. Allein schnitttechnisch, ich muss mich da jedes Mal richtig aufraffen, dass ich da rangehe, weil letztes Mal hat es irgendwie total einfach funktioniert, dieses Mal funktioniert das nicht, das nicht, das nicht. Also da brauche ich auf jeden Fall schon noch ein bisschen Erfahrung. Ich bin aber dran. Und wenn es dann doch einmal ein bisschen lucky ist oder irgendwas nicht so hinhaut, seht es mir bitte nach. Da ist halt, ja, eben noch der Anfang von Videoschnitt, Aufnahme, YouTube. Also Profi dauert, glaube ich, dann noch, bis es dann soweit ist. Aber unser Lafti, na, schlimm. Das kommt vom DayZ rüber. Das kommt so krass vom DayZ gerade rüber. Unser Namenlos ist ja heute ziemlich fleißig. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, weil vom Stand der Sonne schaut es einfach auch so aus, dass er ja in Richtung später Nachmittag schon ist. Und er ist immer noch fleißig am Bauen. Er hat vorhin seine Mittagspause genossen, das sei ihm vergönnt. Aber momentan ist er ja richtig fleißig. Das ist gut so. Ah, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verschrien und er macht jetzt Feierabend. Wäre noch ein bisschen früh. Er räumt auf. Okay, das lassen wir auch zählen. Muss auch gemacht werden. Vor allem, wie gesagt, ich habe es in den Videos davor nicht nur einmal erwähnt. Es ist ganz einfach. Ich mag das so überhaupt nicht, wenn hier jetzt zigtausend kleine Äste rumliegen. Klar, die stören nicht, die machen nichts kaputt. Aber es ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Es stört mich einfach. Das ist so ähnlich wie die Fliege an der Wand. Sie stört nicht, aber sie stört doch irgendwie. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, dein Feuer ist voll. Na, was mal. Okay, er geht eine Runde baden. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wird jetzt Feierabend gemacht wird. Ist natürlich auch eine verdammt gute Möglichkeit. Also wir hatten jetzt verdreckt 5 Stacks drauf. Wenn wir es waschen, wenn wir uns jetzt ganz normal waschen würden, müssten wir da 3-4 Anläufe wahrscheinlich machen. Einmal ins Wasser gesprungen, ein bisschen hin und her geschwommen, alles gut. So, und ja, schade, dass man es jetzt gerade nicht gesehen hat, wie voll denn der Wasserfilter ist. Aber ja, es ist definitiv Trockenzeit. Ich würde jetzt sogar behaupten, der erste richtige Tag der Trockenzeit, weil in der letzten Folge war untertags dann noch einmal Regen. Es war ja der Switch. Boah, lackt es gerade. Was ist denn los? Boah. Übel. War ja untertags der Switch, dass einfach mal unterm Regen auf einmal, ja, wie abgekattet dann schönes Wetter war. Und ja, das war dann danach, glaube ich, noch ein, zweimal kurz Regen. Aber das ist jetzt hier der erste richtige Tag in der Trockenzeit. Tag 16. Gut, ich bin gespannt, wie lang die Trockenzeit andauern wird. Wird auf jeden Fall dadurch komplizierter, mehr Aufwand mit an Wasser kommen. Okay, es wird schon vorbereitet für Feuer. Heißt dann so ganz einfach, ja, gut überlegt, weil es wird ja dann Asche gebraucht. Ja, zwei Feuer nebeneinander. Machbar, passt. Shit! Seriously? Doch noch nicht mal angefangen gehabt. Okay, wahrscheinlich nur noch 1% oder so drauf gehabt. Okay, was tut er denn da gerade? Schreit rum, obwohl er eigentlich nichts tut. Komischer Jung. Gut. Jetzt kannst du dein Feuer anmachen. Ja, kannst auch dein Fischlein da kochen. Ja, ich denke mal, der Feuerbohrer hatte jetzt irgendwie noch so 1% und in dem Moment, wo er angefangen hat, ist er halt dann kaputt gegangen. Ja. Dürfte eigentlich das Einzige gewesen sein, was sinnvoll ist. Vorteil mit dem Feuer ist jetzt, wir kriegen damit Asche, wir kriegen Kohle. Aus der Kohle können wir dann wiederum Asche machen. Nein, doch. Ja. Und wir sehen hier einmal gerade eben den Wasserfilter, der zunehmend leer läuft. Also wenn wir dann zukünftig dann da noch mehr Wasser brauchen, wird es dann eben so sein, dass wir immer per Hand nachgießen müssen. Hier hinten jetzt einen großen Lehmfilter hinzubauen, fühle ich mal so gar nicht, weil macht keinen Sinn. Den werden wir dann vorne mit hinbauen, wo wir dann auch wohnen werden, wenn dann diese riesengroße Base irgendwann mal fertig werden sollte. Wobei er heute, wie gesagt, war er ziemlich fleißig, war okay. Hätte ein Ticken mehr sein können, aber ist trotzdem okay. Er hat die Tür hingekriegt, er hat ein Dach hingekriegt, er hat hinten nochmal erweitert. Ist okay. Was mich gerade schon wieder so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen lässt, es ist halbdunkel. Und er stapft mit der Axt durch
Ja, da schon wieder dicht im Dschungel. Ja, war jetzt nicht so sonderlich clever. Mit dem Speer in der Hand ist es auf jeden Fall sicherer. Glücklicherweise auch, wenn man es dann nicht ordentlich sieht, man kann es ja dann hören. Wenn jetzt da zum Beispiel eine Spinne wäre oder eine Schlange. Die hört man, dann kann man immer noch vorsichtig einen Rückwärtsgang reinhauen. Du hast nebendran vielleicht noch ein zweites Feuer, also du kannst da auch auflegen, auch wenn du es eigentlich nur gemacht hast, damit du an Asche und an Kohle kommst. Aber die zwei Schnecken könntest du zum Beispiel hinten auch hinlegen. Okay, dann halt nicht. Das ist auch sowas Gemeines. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann zu nah irgendwie am Wasser was gebaut hatte und dann auf einmal Flusswasser drin hatte, obwohl ich eigentlich aus einer Schale was aushaben wollte. Passiert. Na, oh, jetzt hat aber gerade noch die Kurve bekommen. Gerade noch die Kurve bekommen. Wäre nämlich jetzt absolut sinnfrei gewesen, die Schnecke nicht noch dahin mit draufzulegen. Aber okay. Ja, ich denke mal, wir sind dann so ziemlich am Ende von der Folge schon fast angekommen. Denkt's dran. Schaut's beim Voucher mal vorbei, lasst's ihm ein bisschen Liebe da und gönnt euch das Storyboard. Gönnt euch das Storyboard von Green Hell. Mich hat's komplett geflasht. Ich fand's gigantisch. Und ja, ich will nicht zu viel, ich will gar nichts spoilern. Guckt's es euch an, wer es nicht kennt. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. So. Wir legen uns ins Bett. Werden dann in der Nacht jetzt gleich noch einmal aufstehen. Das obligatorische Nachlegen darf ja nicht fehlen. Haben wir ja bis jetzt immer so gehabt. Und? Jawohl. Aufstehen. Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Hat es jetzt noch einmal nachgeregnet? Das hat gerade vom Rauschen so geklungen gehabt. Mal gucken. Oh, es hat wohl nochmal geregnet. Na, dann ist noch keine wirkliche Trockenzeit. Das ist gut. Aber okay. Wir sind am Ende von dieser Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da. Auch gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal. Servus!